Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leserfreunde und die es noch werden wollen. Tja, ich wollte euch ein kleines Update geben. Wie ihr seht, ein Teil steht hier, die Bodenplatte. Die anderen Teile sind dort, haben wir jetzt am Samstag abgebaut. Danke auch nochmal an Holzheini, der hat mir dabei geholfen. Und die Bodenplatte, ich brech ab. Das Ding, das ist saumäßig schwer. Wir haben es hier nachher mit 4 Mann hergetragen. Mussten da durch, hochkant. Ich schätze mal, das Ding wiegt knapp 200 Kilo, unhandlich anzufassen. Aber es ist schon mal hier. Geplant war ja eigentlich, dass es vorübergehend erstmal dort stehen soll. Aber wir haben uns da jetzt anders entschieden. Der ursprüngliche Platz, was wir geplant hatten, ist direkt hier hinterm Zaun. Können wir uns gleich nochmal angucken. Aber wir haben gesagt, das stellen wir jetzt auf jeden Fall nicht hierhin, sondern auf die andere Seite. Ich denke mal, dass wir es jetzt am nächsten Wochenende aufbauen, weil morgen Feiertag, kein Krach. Und irgendwann ist auch mal gut gewesen. Ich bin jetzt nur die ganze Zeit am Durchmalochen. Heute Morgen war ich noch mal hin, habe die ganze Pflasterung, die da drunter war, musste auch noch alles weg. Das habe ich heute Morgen mit meiner besseren Hälfte da alles weggeholt und irgendwann ist gut gewesen. Jetzt bleibt immer noch das Problem mit meinem Strom. Da möchte ich mich auch erstmal bei allen, die kommentiert haben, einmal bedanken. Aber ich weiß nicht, ob ich mich falsch ausgedrückt habe oder ob ihr es vielleicht falsch verstanden habt. Ich werde hier definitiv keine Pflasterung aufreißen und Erdkabel legen, auch wenn das die sichere, bessere und günstigere Variante ist. Aber ich habe die Zeit da nicht für und ehrlich gesagt auch nicht die Lust, hier alles aufzureißen. Und unterm Zaun kann ich auch mit dem Kabel drunter durch, wenn ihr da mal genau hinschaut. Sieht zwar aus wie Sau da, aber wird noch alles sauber gemacht. Der Zaun geht unter die Pflasterung. Das heißt, ich müsste da überall drunter durch und das werde ich definitiv nicht machen. Ich werde auch nicht irgendwie ein Rohr jetzt von dort oben oder sowas da oder ein Seil spannen mit Kabel. Mache ich nicht, werde ich nicht machen. Auch nicht hier irgendwie drüber, dann habe ich da wieder irgendwo die Türen auf und nee, werde ich den definitiv nicht machen. Ich gehe auf meine Idee zurück und ja, ich habe mir da schon mal was bestellt. Das möchte ich euch gerne gleich mal zeigen, damit ihr auch wisst, was ich meine und dass es für mich eigentlich die perfekte Lösung ist. Ich werde mal eben die Kamera anders positionieren. Und dann kann ich euch das mal eben direkt zeigen, was ich meine und wie ich mir das vorstelle. Und ich habe es ausprobiert und es ist für mich sehr gut. Ich bin sehr begeistert davon. Ich zeige euch das mal. Ich stelle mal die Kamera um. So, das ist das gute Stück, was ich sagte. Ich habe mich doch zu der Powerbank entschieden. Aus dem einfachen Grunde, was ich ja schon gesagt habe, ich habe keine Lust, hier sämtliche Kabel durch die Gegend zu ziehen und sowas. Ich habe aus meiner Sicht viele, viele Vorteile. Der eine oder andere mag nachher sagen, du darfst es nicht in der Bude stehen lassen, die können keinen Frost ab und sowas. Ja, habt ihr recht, teilweise recht, gebe ich euch recht. Aber auch da kann man was gegen machen. Mir geht es hauptsächlich darum, um diese ganze Kabelgeschichte nicht ziehen zu müssen. Und ich bin da nicht den ganzen Tag 8 Stunden drin am Arbeiten. Und wenn ich dort am Arbeiten bin, dann ist das vielleicht mal am Wochenende ein paar Stunden. Hauptsächlich werde ich dort weiter in meiner Laserbude sein. Das ist ja nur eine Ausweichmöglichkeit, weil wenn ich irgendwelche Sachen baue, kann ich das nicht dort machen, weil überall Laser stehen, Computer stehen, die Fräse steht da und sowas. Und ich werde das jetzt definitiv so machen. Ich werde mir dort eine Werkbank und sowas einbauen. Das wird nachher recht, oder jetzt die Blechbude wird nachher nur, ich sag mal, eine kleine Werkstatt werden, wo man mal irgendwelche kleinen Projekte bauen kann. Die Elektrogeräte bleiben weiter da. Da habe ich ein festes Dach drauf, das ist wasserdicht und das geht. Ich habe das Ganze mal ausprobiert. Ich werde euch das gleich auch nochmal zeigen. Ich kann mit einer Batteriefüllung kann ich 8 Stunden lang den Computer betreiben, den Laser betreiben, meine Heizung betreiben und ich habe dort einen Lichtschlauch, das ist ein ganz angenehmes Licht. Wenn ich den habe, kann ich 7 bis 8 Stunden nonstop arbeiten. Das bin ich aber gar nicht dort. Also
ist das schon mal für mich ein Vorteil. Wenn wir jetzt so, ja, mal gucken, ich kann das Ding im Auto aufladen, ich kann dies über Solar laden und das ist eigentlich eine total feine Sache. Wir kommen aber mal eben zu dem Gerät. Das Gerät ist von Allpowers und ja, warum habe ich mich für Allpowers entschieden? Ich habe, wie gesagt, hatte ich ja schon mal erwähnt, wir haben einen Wohnwagen, dort habe ich auch alles autark gemacht. Ich habe dort eine Lithium-Batterie drin, eine 100 Ampere-Stunden, die versorgt den, ja, ich kann damit 2-3 Tage, kann ich locker flockig mit dem Wohnwagen autark stehen. Ich habe 14 Tage Urlaub gemacht, ich brauchte keinen Stromanschluss, das funktioniert alles wunderbar, solange die Sonne mitspielt. Das ist schon mal Fakt. So. Ein Vorteil bei dieser ganzen Geschichte ist, sollte mir da mal die Batterie ausgehen, kann ich auch den Wohnwagen mit der Powerbank noch zusätzlich versorgen. Ist für mich auch nochmal ein Vorteil. Das Gerät kann belastet werden. Wir haben hier 4 230 Volt Steckdosen. Insgesamt haben wir eine Belastung, eine permanente Belastung von 1500 Watt. Das ist schon allerhand, also Kaffeemaschine und sowas damit betreiben, überhaupt kein Problem. Dann haben wir hier an der Seite haben wir nochmal 3 USB-Anschlüsse, einmal USB-C-Anschlüsse und dann haben wir hier nochmal so kleine runde Stecker. Die sind dafür gedacht, falls man irgendwo ja, kleine Geräte wie eine Kamera oder sowas betreiben will, kann man die dort auch nochmal anschließen. Auf der anderen Seite haben wir hier nochmal einen Zigarettenanzünder, wo nochmal eine Kühlbox separat mit angeschlossen werden kann. Und das ist auch eine ganz feine Sache. Wie oft habe ich das im Urlaub? Kühlbox muss noch irgendwo hin, da läuft irgendwie was und ich habe nicht so viele Anschlüsse hinten im Kofferraum. So, dann kann ich die Powerbank dort auch noch wieder nutzen und dann halt die Kühlbox da drüber laufen lassen. Wir haben hier nochmal einen Stecker, wo die Solaranlage angeschlossen wird und wir haben hier nochmal für die Einspeisung, falls wir das mit dem Ladegerät laden, das ist ein separates Ladegerät, kann ich euch gleich nochmal zeigen, habe ich noch momentan im Haus liegen. Und das Ladegerät ist hier nicht eingebaut, das finde ich eigentlich eine ganz super Sache, weil das Ding ist klein, handlich und hat natürlich den Vorteil, dass man es unter dem Arm mitnehmen kann. Gewicht ungefähr knapp 10 Kilo. Und ja, Speicherkapazität waren eben über 1000 Wattstunden, das heißt ungefähr 1 kW haben wir dort, was wir dort rausziehen können. Und ja, wie gesagt, ich habe es ausprobiert in der Laserbude, alles darüber laufen lassen, knapp 8 Stunden läuft. Wenn ihr jetzt euch gerade fragt, er sagt, er hat seine Heizung damit drüber laufen lassen. Ja, meine Heizung braucht nicht viel Strom. Ich habe mir eine Autostandheizung in einer Alubox gebaut. Die nutze ich auch fürs Campen. Da werde ich im Winter mein Vorzelt oder in den kalten Jahreszeiten das Vorzelt mit beheizen. Habe ich seit Jahren, habe ich in einer Alubox und die läuft auf 12 Volt. Deswegen zieht die auch nur so wenig Strom. Also kann ich dort auch meine Laserbude mit beheizen, was ich den letzten Winter auch gemacht habe. Überhaupt kein Problem. So, dann kann ich euch das auch mal vorführen, wie toll so ein Teil ist. Wie gesagt, ich habe nur dort hinten eine Steckdose und wenn ich jetzt mal irgendwie was im Garten machen will oder sowas, ich habe da hinten noch knapp 1000 Quadratmeter Grundstück. Ich habe auch keine Lust, da irgendwo 50 Meter Kabel hinten runter zu schmeißen. Wir gehen gleich mal nach draußen, dann könnt ihr diese Flächen auch mal sehen. Und dass das gar nicht mal so einfach ist, hier mit Strom irgendwie was zu legen. Und ich habe auch keine Lust, mir die ganze Pflasterung aufzureißen. Ich werde euch das Ding gleich mal vorführen. Ich habe hier einen Trimmer. Ich hoffe, ihr könnt den so sehen. Ein Trimmer. Dort ist unten eine Stahlbürste drunter, habe ich gerade eben von meinem Schwiegervater mitgebracht und er sagte, entweder nimm es mit, verkauf es oder mach da sonst was mit. Ich habe es mitgenommen, da drüben sieht es nur aus wie Sau, da wo jetzt meine Bude hin soll und da kann ich euch das gleich mal vorführen und da können wir auch gleich mal das Unkraut damit wegmachen. Ich zeige euch das gleich mal. Wir gehen mal eben darüber.
So, meine Lieben, jetzt könnt ihr das mal sehen, wie viel Platz ich hier hinten noch habe. Und ja, wenn man da hinten was machen will, dann muss man nicht unbedingt jetzt ja, eine Kabeltrommel abrollen und den ganzen Kram. Somit kann ich das Ding unterm Arm mitnehmen und auch da hinten mal irgendwie was machen, wenn es Hecke schneiden ist oder sonst irgendwie was. Das ist dann schon für mich ein Vorteil und ich brauche nicht hier irgendwo 50 Meter Kabel abrollen. Ne, jetzt gehen wir mal auf die Fläche, wo wir hier gleich mal ein bisschen was sauber machen. Ich zeige euch das mal eben. So, ich habe jetzt hier mal, schauen wir mal drauf, was steht hier drauf, das gute Stück. 1000 Watt. 1000 Watt zieht das Gerät. Die Powerbank steht da, ist eingeschaltet und jetzt testen wir mal, ob er das schafft. So, ich habe jetzt gerade mal aufs Display geguckt. Knapp 700 Watt zieht er. Und ich habe jetzt noch eine Reichweite von ungefähr eine gute Stunde, könnte ich nonstop mit dem Gerät arbeiten, bei 1000 Watt. Also da kann man nicht meckern. Und ja, wann betreibt man mal, ich sag mal, über eine Stunde irgendwie solche Geräte? Dafür kann man sich natürlich dann eventuell besser irgendwo ein Kabel legen. Aber wenn man mal irgendwo ein Loch bohren will oder sonst irgendwie was, dafür ist das Gerät schon nicht verkehrt. Oder jetzt, wie gesagt, für meine Kleinteile. Ich werde hier gleich mal ohne euch weiter sauber machen. Aber ich will euch gleich noch mal zeigen. Bei dem Gerät ist natürlich auch noch eine Solartasche dabei. Und das würde ich euch gerne gleich noch mal zeigen, wie das funktioniert. Wir haben natürlich jetzt nicht die besten Voraussetzungen. Aber ich habe vor ein paar Tagen, wo die Sonne ein bisschen besser stand und nicht so bewölkt war, habe ich ein paar Aufnahmen gemacht. Und das habe ich euch festgehalten und die werde ich euch dann hier gleich mal einblenden. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal mit der Solartasche an. So, meine Lieben, ich bin mal eben wieder auf die Terrasse gegangen. Die Kinder spielen dort. Sorry für den Krach, aber den kann ich es natürlich nicht verbieten, dort zu spielen, wenn ich hier am Film bin. Kinder sollen Kinder bleiben, die sollen spielen. So, aber trotzdem, ich möchte nicht, dass sie im Bild sind. Und deswegen gehe ich mal eben wieder hier auf die Terrasse. Ich wollte es eigentlich dort machen. Dort sieht das alles vielleicht ein bisschen besser aus, aber ja, sonst muss ich nachher zu viel verpixeln und zu viel schneiden. Und da habe ich ehrlich gesagt auch nicht die Lust zu. Ich bin vorhin ganz drüber weggekommen. Ich sagte ja, warum ich mich für All Powers entschieden habe. All Powers war der Grund, weil ich sagte ja, unser Wohnwagen, der ist mit einer Batterie ausgestattet. Und ich hatte mir über Amazon von All Powers eine Tasche, eine Solartasche. Ich zeige euch die mal. Die habe ich mir vor, ich glaube, 2 Jahren, habe ich mir 2 von den Taschen gekauft von All Powers, 100 Watt. Und da war ich so begeistert von, dass das, ja, dass das für mich gar keine Frage war, auch wieder auf die Marke zurückzugehen. Ich hatte mir hier mit dem 3D-Drucker, hatte ich mir mal so kleine Teile gemacht. Die kann ich im Wohnwagen in die Kederschiene einziehen und dann hänge ich die verkehrt rum hin und habe gleich die vernünftige Neigung. Und somit habe ich meinen Wohnwagen eigentlich immer autark betrieben. So, jetzt kommen wir aber mal dazu. Ich habe gesagt, bei dem Gerät ist eine Solartasche bei gewesen. Das ist die hier. 200 Watt gehört zu dem Gerät dazu. Das sind 4 Module. Das Schöne ist daran, ja, es ist eigentlich noch recht leicht, handlich. Und wenn man mal guckt, wir bauen das mal eben auf. Hier habt ihr solche Füße. Der eine oder andere kennt das schon. Damit kann man es nachher vernünftig hinstellen. Und ja, jetzt mache ich selber den Fehler. Ich sage immer, Leute,
erst anstecken und dann die Taschen aufmachen. So, wo haben wir den Reißverschluss? Das ist nämlich das Schöne. Wir haben hier eine Tasche, wo sämtliche Kabel drin sind. Und ja, wir haben hier nochmal eine Tüte mit Krokodilzangen. Da könnt ihr gleich eure Autobatterie direkt mit aufladen. Wir haben hier nochmal für die kleinen runden Stecker, falls ihr irgendwelche Geräte habt, könnt ihr da mit gleich betreiben. Und ihr habt hier das Kabel bei, wo was in die Powerbank reinkommt. So, dann werden wir das ganze Ding mal eben anschließen. Stecken wir hier an die Seite rein. Empfehle ich eben, macht das erst anschließen und dann die Tasche auf. Sobald ihr die Tasche nämlich aufmacht, produziert das Ding schon Strom. Und nicht, dass da irgendwelche Spannungsspitzen nachher entstehen oder sowas. So mache ich es immer und empfehle ich jedem. So, und wenn wir das Ganze jetzt aufmachen, habt ihr hier hinten, Moment, die Powerbank steht im Weg, habt ihr hinten diese Füße, die könnt ihr, die sind mit Klettverschluss dran, die könnt ihr zurückmachen. Und dann steht die ganze Anlage schon vernünftig. Ich will mal gucken, wir haben jetzt natürlich, die Powerbank ist noch recht voll. Ja, die ist auf 100% noch, die ist noch voll geladen, habt ihr ja gesehen. Wir haben da gerade ein bisschen mit rumgespielt, da ist nicht mal 1% runtergegangen. Der ist jetzt in der Haltung, produziert momentan keinen Strom. Nicht, weil jetzt nicht genug Sonne da ist. Da werden garantiert jetzt bei 200 Watt 30, 40, 50 Watt werden garantiert geflossen. Aber ich blende euch hier mal ein Bild ein. Ihr könnt an der Anlage maximal 300 Watt könnt ihr anschließen an Solarpower. Die Tasche hatte ich auch mal mit ausprobiert, mal mit 200 Watt, blende ich aber alles ein. Da hat die 150 Watt bei schlechten Lichtverhältnissen gemacht. Dann habe ich die 100 Watt dann nochmal zugeschaltet. Das heißt, wir hatten 300 Watt, das was maximal dran darf. Und was hat er gemacht? Komplett konstant 200 Watt. So, meine Lieben, jetzt könnt ihr das auch mal hier sehen. Das ist die Ansicht von der App. Das ist in der Mittagszeit gewesen. Oben könnt ihr das sehen, 11.57 Uhr. Die Sonne war eigentlich am perfektesten Punkt, aber wir sind jetzt ja mittlerweile ja schon ziemlich weit fortgeschritten. Und ich hatte hier mal 300 Watt, hatte ich dort angeklemmt. Und ihr könnt sehen, mit 200 Watt ist dort ja, die Anlage geladen worden. Wir hatten hier 97% bereits geladen. Und ja, wenn ihr dort jetzt noch irgendwie einen Verbraucher dran gehabt hättet, könntet ihr das auf der rechten Seite sehen. Dort steht momentan 0 Watt, aber wenn ihr dort, ihr könnt natürlich das Ding laden über Solar und gleichzeitig auch Strom entnehmen. Und dort zeigt er euch dann auch ganz genau an, was dort reingeht und was wieder rausgeht. Und darunter könnt ihr das sehen, im AC-Bereich könnt ihr das einschalten, DC-Bereich könnt ihr einschalten. Ihr könnt unten nochmal auf 50 oder 60 Hertz umschalten oder halt die LED-Beleuchtung einschalten. Das hier, das ist einmal die Ansicht von der App, von dem Gerät. So, und auf diesem Bild könnt ihr das jetzt mal sehen. Dort habe ich jetzt mal direkt an dem Gerät ein Foto gemacht. Ihr könnt sehen, 175 Watt gehen dort rein. Dieses Bild ist entstanden, wo nur diese originale Solarpanel bei mit 200 Watt, was dort mitgeliefert worden ist, das alleine bringt schon 175 Watt. Und das ist schon gar nicht mal verkehrt, wenn man mal bedenkt. Wir sind jetzt mittlerweile im Oktober, die Sonne, die steht nicht mehr so hundertprozentig und das, was die Anlage dort noch leistet, das ist schon echt bemerkenswert. So, da war mir jetzt gerade noch meine Kamera abgeschmiert, läuft mal wieder nichts mit, aber ich wollte euch das ja noch mal zeigen. Wir haben hier ja die Beleuchtung noch mal, die gibt natürlich richtig Licht noch mal ab. Auch das, finde ich, ist ein schönes, ja, ein schönes Gadget, was man da noch mal bei hat. Aber was ich euch zeigen wollte, wir haben hier
den ersten Knopf haben wir hier, da können wir, ist eingeschaltet, wir können das ganze Ding mit einer App nochmal bedienen, blende ich euch gleich zur Not auch nochmal ein Bild ein, wenn ich euch das jetzt in die Kamera halte, das blendet hier alles, das Handy ist ziemlich dunkel, da könnt ihr dann nicht viel sehen, aber was ich euch zeigen wollte, wenn ihr jetzt mal genau zuhört, ich kann jetzt mal die Steckdosen zuschalten und ich gehe da mal mit dem Mikro dran. Damit könnt ihr jetzt natürlich die einzelnen Steckdosen stecken, einzelnen Steckdosen zuschalten. Ihr könnt das Licht dort noch mit einschalten und die Reichweite ist eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Also ich habe das Ding bei mir unten im Wohnzimmer gehabt, war oben im Schlafzimmer, weil ich dort meine Kamera mitgeladen habe und das war überhaupt kein Problem. Das hat er alles spielend. Ja, die Verbindung hat gereicht. Ich habe gesagt, wir gehen jetzt gleich noch mal eben zum Wohnwagen. Den werde ich da auch noch mal anschließen, kann euch das noch mal zeigen. Dort kann ich euch das dann auch vernünftig am Display zeigen, weil da blendet das nicht so. Aber ich würde sagen, bevor wir an den Wohnwagen gehen, werden wir mal eben kurz in die Laserbude gehen. Ich hoffe, ich kriege das dort jetzt mal eben auf die Schnelle so gefilmt. Habt ihr, wie gesagt, wenig Platz. Stell das dann mal eben hin und werde mal eben meine ganzen Geräte dort drüber laufen lassen. Und dann könnt ihr mal sehen, dass ich da nicht irgendwie Unfug erzähle und ihr könnt die Restlaufzeit und auch sehen, was da an Strom gezogen wird. Wir wechseln mal. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier in der Laserbude. Ich hoffe, ihr könnt das alles so erkennen. Wir können hier sehen, 0 Watt momentan. Ich habe Licht ganz normal über Netz, aber ich habe das Licht meistens gar nicht an. Werdet ihr gleich sehen. Ich werde das ganze Gerät jetzt einfach mal eben über mein Handy einschalten. Einmal die 230 Volt dazu schalten und dann werden wir meinen Monitor, das ist ein handelsüblicher Fernseher eigentlich, aber zum Arbeiten wollte ich eine Nummer größer haben, deswegen habe ich den hier. Und ja, meinen Computer und ich werde gleich mal den Laser dazu einschalten. Wir werden das Gerät jetzt einfach mal einschalten. Ihr könnt jetzt sehen, jetzt ist oben auch mein Licht angegangen. Ich kann da mal eben ein bisschen hochschwenken. Ich hoffe, das sieht man da. Mein Akku ist gleich wieder leer. Dort ist jetzt auch mein Lichtschlauch an. Und wir gehen mal eben wieder auf die Powerbank. Na, ein bisschen gerade richten. So, wenn ich jetzt auch noch meinen Computer dazu einschalte, dann fährt er jetzt gerade hoch. Jetzt sind wir bei knapp 68 Watt, 82, 80 Watt. Jetzt schalten wir dazu nochmal den Creality. Habt ihr gehört, er hat gepiept. Den schalte ich jetzt auch nochmal dazu ein. Jetzt sind wir bei knapp 100 und Watt. Er fällt gleich garantiert noch wieder runter. Die Pumpe geht gleich noch wieder aus. Aber wie ihr jetzt hier seht, alle Geräte, die ich eigentlich zum Arbeiten hier brauche, wir sind bei 8,5, 9 Stunden, ja über 9 Stunden seht ihr, wo ich jetzt locker flockig damit arbeiten kann. Und ich brauche hier nicht irgendwie großartig andere Geräte. Das gleiche kann ich euch jetzt hier auch mal zeigen. Hier blendet das nicht so, das ist jetzt über meine Handy-App. Und dort könnt ihr das alles sehen. Ich will jetzt nicht unbedingt hier drüber jetzt abschalten, weil der Computer ist gerade hochgefahren. Aber dort könnt ihr jetzt sehen, dass ich hier noch locker flockig 9 Stunden 42, 9 Stunden, der pendelt jetzt je nachdem, wie viel er braucht. Und ich kann hier jetzt hier das Licht noch wieder mit zusätzlich einschalten. Dann geht das natürlich wieder ein bisschen hoch. Ich kann das Licht wieder abschalten. Ich kann die DC-Geschichte drüber schalten und sowas. Und ich würde sagen, für mich ist das eigentlich eine sinnvolle Sache. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel tagsüber die Anlage hier drinne stehen lasse. Hier ist das nie kalt drinne. Die Solaranlage nach draußen. Ich habe noch ein Verlängerungskabel im Wohnwagen. Kann die Solargeschichte draußen stehen lassen. Und ja, ich generiere mir kostenlos meinen Strom. Aber wie ihr seht, ne, der Laser ist jetzt gerade an, die Zeit geht sogar nach oben. Wir ziehen tatsächlich hier nur 80 Watt. Und ich bin hier am Wochenende keine 10 Stunden drin am Arbeiten. Und falls das Akku mal tatsächlich leer sein sollte, kann ich hier immer noch umschalten auf ganz normal Netz. Aber es geht mir hauptsächlich darum, in meiner Blechbude. Und da werden auch nicht großartige
Sachen mitlaufen. Ich habe hier jetzt nochmal, kann ich nochmal gucken, ich habe hier nochmal eine zusätzliche Beleuchtung, die können wir nochmal zusätzlich mit einschalten. Das ist nochmal, halt, jetzt mache ich euch das genau davor, wo ihr dann natürlich wieder nichts seht. Wenn ich die Beleuchtung nochmal einschalte, ne, dann selbst bei dem Licht, ich mache das große Licht mal aus und da könnt ihr sehen, selbst wenn der Strahler noch da ist, ich hoffe, ihr könnt das überhaupt erkennen. Ich zoome da mal von hier aus mal ein bisschen ran. Ja, könnt ihr erkennen. Da stehen auf jeden Fall jetzt immer noch 7 Stunden 39 und alle Geräte sind hier wirklich jetzt gerade an. Ich kann von mir aus die Fräse auch noch mal mit einschalten. So, die Fräse läuft jetzt auch noch dazu. Die steht hier. Und ja, das ist alles überhaupt kein Problem. Und wir machen das jetzt einfach mal ganz einfach. Ich zoome raus und dann drehe ich die Kamera einfach mal. Jetzt könnt ihr das auch sehen. Hier könnt ihr sehen, das ist meine Fräse. Da ist noch mein Monitor, da unten ist der Computer. Eigentlich sollte man es jetzt nicht machen, aber ich gehe jetzt einfach mal stumpf bei und schalte die ganze Anlage aus, damit ihr auch seht, dass ich hier kein dummes Zeug erzähle. Ich mache das jetzt hier drüber aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und es ist jetzt hier stockendunkel, Computer aus, Licht aus. Alles lief jetzt nur hier über dieses Gerät. Und jetzt sitzen wir hier im Dunkeln und wenn wir das mal eben wieder einschalten, damit wir uns ja auch wieder sehen können. Seht ihr, das Licht geht wieder an. Die CNC-Fräse läuft wieder. Hinten fängt der Creality an zu laufen. Mein Fernseher läuft gleich wieder. Der Rechner fährt wieder hoch. Und das ist für mich eigentlich eine absolut sinnvolle Sache. Seht ihr, Fernseher ist auch wieder da. Und da braucht mir keiner erzählen, dass das nicht eine super Lösung ist. So, ich werde jetzt mal eben schnell von der Kamera meinen Akku ein bisschen über dieses Gerät noch ein bisschen nachladen. Und dann zeige ich euch das nochmal im Wohnwagen. Also, wir sehen uns gleich beim Wohnwagen. Bis gleich. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier in dem Wohnwagen. Mir läuft die Brühe runter. So warm ist das gar nicht. Aber in der Zeit, wo ich gerade meinen Akku der Kamera wieder aufgeladen habe, habe ich da meine Fläche von Grünzeug befreit. Alles natürlich, wie ihr gesehen habt, mit dem Gerät. Wir schauen jetzt einfach mal. Wir haben immer noch 89%. Ich habe diesen ganzen Weg komplett sauber gemacht. Das heißt, wir haben gerade 11% an Leistung verbraucht. So, wir haben jetzt muss ich gucken, einmal mit meiner App verbinden wieder. Wir sind jetzt hier in dem Wohnwagen. Das ist mein Rasenmäherroboter. Wir sind jetzt hier in dem Wohnwagen. Ihr seht 0%. Ich werde jetzt mein Gerät hier nochmal mit meinem Handy verbinden. So, er verbindet. Und wir werden jetzt mal die Anlage einschalten. Das werde ich wieder hier über meinem Handy machen. Wir werden mal Strom drauf geben. So, er fängt kurz an zu pusten, stellt sich gleich ab. Ihr seht, Licht geht schon mal an. So, und wenn wir jetzt hier mal gucken, wir verbrauchen jetzt momentan 8 Watt. 8 Watt. Ja, 8 Watt brauchen wir jetzt gerade. Und ich könnte jetzt rein theoretisch 78,5 Stunden das Licht hier brennen lassen, bevor es hier dunkel wird. So. Ich will mal gucken, hinter euch befindet sich der Schlafbereich. Da haben wir auch noch mal einen Fernseher. Den werde ich jetzt noch mal einschalten. Der Fernseher startet jetzt in diesem Moment. Der Fernseher läuft. Ihr könnt sehen, jetzt geht er hoch auf 25 Watt und ich kann immer noch jetzt permanent 29 Stunden, obwohl wir jetzt ja nur noch 89% an Akku haben. Wir können noch 29 Stunden permanent das Licht brennen lassen und 29 Stunden permanent Fernsehen gucken. Aber welcher gesunde Mensch geht in Urlaub und lässt 29 Stunden das Licht an und
sitzt 29 Stunden vorm Fernseher. Also wir nicht. Wir werden uns hauptsächlich natürlich draußen aufhalten, viel Fahrrad fahren. Und wo wir jetzt zu dem Punkt Fahrradfahren kommen, auch da sehe ich natürlich jetzt wieder einen Vorteil, wenn wir hier autark über die Batterie stehen. Ich habe zwar 230 Volt, aber das läuft alles über ja, einen Spannungswandler und da verbrennt man natürlich sehr, sehr viel Strom. Wenn ich dort meine Fahrräder noch drüber laufen lassen würde, über die ganze Anlage und den Wohnwagen mit Strom, ja, dann hätte ich nicht mehr viel Strom, wenn ich die Fahrräder auch noch, das sind Elektrofahrräder, E-Bikes, wenn ich zwei Fahrräder dort noch mit aufladen würde, dann würde ich definitiv mit meiner Batterie nicht hinkommen. Auch in diesem Fall ist es dann natürlich wieder sinnvoll. Ich kann hier beide Fahrräder zeitgleich drüber aufladen. Mich kostet das in dem Sinne überhaupt kein Stromgeld. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht Camper ist oder kein Camper ist. Auf jeden Fall die Strompreise auf den Campingplätzen, die sind so dermaßen angestiegen, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Die gehen teilweise über 1 Euro, was man da jetzt schon pro Kilowattstunde Verbrauch bezahlt. Aber wenn man jetzt, so wie wir das, wir gehen immer mindestens 14 Tage nonstop in Urlaub und wenn wir dann da den Strom beziehen und dann, ja, da läppert sich das denn schon, ne? Da bezahlt man die Hälfte teilweise nochmal an Strom, was man für den Platz bezahlt und das sehe ich irgendwo nicht ein. Jeder muss mit seinem Geld ein bisschen haushalten und wenn ich mich mit der Sonnenenergie noch gut schlagen kann, dann warum soll ich das nicht machen? So, das ist jetzt einmal das gewesen. Ihr habt gesehen, meine Einsatzmöglichkeiten sind ja gewaltig. Ich kann meine Laserbude komplett versorgen. Ich kann die Fahrräder damit machen. Ich kann im Garten was machen. Ich kann das Ding mit auf Montage nehmen. Ich kann im Auto meine Kühlboxen damit laufen lassen. Das nächste kommt dazu. Ich bin auch gerne unterwegs. Astrofotografie, was ich gerne mache. Auch dort müssen die Akkus nachgeladen werden. Ich will aber nachts nicht das Auto permanent laufen lassen, also kann ich mir das ins Auto stellen, meine Akkus wieder laden. Ich habe mein iPad dabei, wo ich die Bilder gleich entwickeln kann, um zu gucken, ob was geworden ist. Ich kann die Kamera nachladen. Also für mich ist es wirklich, ja, keine schlechte Sache. Warum soll ich mir sowas nicht kaufen? Eure Ansätze sind vielleicht auch nicht schlecht gewesen, aber jetzt schreibt mal in die Kommentare, was aus meiner Sicht dort gegenspricht, sich sowas anzuschaffen. Also, wie gesagt, bei mir steht das Ding garantiert nicht rum, ob ich es bei der Arbeit benutze, ob ich es in der Laserbude benutze, ob ich es im Urlaub benutze, ob ich es privat benutze. Ich lade das Ding über Solar auf, solange es geht, solange die Sonne mitspielt. Sonst packe ich mir das ins Auto, ich fahre so und so hin und her. Den Strom kann ich dann auch wieder mitnehmen. Das Ding, das wiegt nichts. Das ist, ja, sind keine, oder sind vielleicht gerade 10 Kilo. Die stelle ich mir eben ins Auto und dann wird das Ding geladen. Also günstiger kann man seinen Strom eigentlich nicht verdienen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin davon angetan und ich hoffe anhand dieser ganzen Beispiele, dass ich euch dort auch von überzeugen konnte. Und ja, wer da Interesse an so einem Gerät hat, ich werde es natürlich verlinken. Und einmal direkt zum Hersteller. Ich werde den Amazon-Link auch noch mal mit reinpacken, wo ihr es kaufen könnt. Und Preise entnehmt dann bitte halt von den Webseiten, weil wenn ich jetzt irgendwo einen Preis sage und die haben den wieder reduziert, dann habe ich vielleicht wieder Müll erzählt. Und das werde ich jetzt in Zukunft nicht mehr machen. Die aktuellen Tagespreise entnehmt dann bitte halt von der Webseite oder halt die Links, die ich dort eingefügt habe. Ich hoffe, ich konnte euch ja mit diesem Video, das ist vielleicht ein bisschen länger wieder geworden, aber ich wollte euch auch vernünftig erklären, warum ich mich zu dieser Variante entschieden habe. Und ich werde dort jetzt einen Langzeittest mitmachen. Bei mir steht das Ding jetzt ja nicht ganz eine Woche und ich bin dort die ganze Zeit mit am Rumhantieren und überall. Und ich werde jetzt mal das Ding über mehrere Wochen testen. Vielleicht werde ich meine Meinung ändern, aber ich glaube es nicht. Und ich werde dort noch mal ein kleines Video drüber machen, wie zufrieden ich ja nach, ich sag mal, einem Monat, zwei Monaten dort wirklich noch mit bin. Ich würde sagen, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Wir machen hier mal wieder das Licht aus, damit keiner sagen kann,
Was zieht er jetzt momentan? Wir haben, der Fernseher ist mittlerweile aus, den kann ich auch auslassen. Ja, wie gesagt, 8 Watt. Wir können hier noch 78 Stunden permanent das Licht laufen lassen. Und ich würde sagen, wir machen hier schon mal das Licht aus. Bei euch mache ich auch gleich das Licht aus. Und ich hoffe, euch hat das Video so ein bisschen gefallen. Und ja, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, was ihr von dieser ganzen Geschichte haltet oder ob ich ein bisschen übertreibe. Aber es würde mich mal interessieren. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich und sage bis bald, euer Laserfuchs. Macht's gut.